Frau Ziegler, Sie sind Co-Präsidentin vom Verein Pro Geburtshilfe Riggisberg. Sie waren in den letzten Wochen sehr aktiv und haben den Druck auf die Spitalnetz AG Bern erhöht und Sie sagen auch auf den Regierungsrat. Was erwarten Sie jetzt vom Regierungsrat? Also zuerst haben wir eigentlich vom Regierungsrat wollen, dass er Druck macht auf die Spitalnetz Bern. Das ist ein bisschen schwierig, aber gleich, dass er da auch hört, dass er die Stimme von uns hört, vom Volk hört, von den Frauen, von der Gemeinde Riggisberg. Ihm seine Möglichkeiten sind beschränkt, aber wir wollen gleich, dass er uns gehört und nicht nur Spitalnetz Bern. Warum soll aus Ihrer Sicht der Regierungsrat aktiv werden? Er ist ja eigentlich politisch draußen. Das Schicksal von der Geburtshilfe Riggisberg liegt in den Händen von Spitalnetz Bern. Ja, das ist so. Wir haben gleich noch die Hoffnung, er könnte die zurückpfeifen oder wie man dem will sagen, dass er sieht, wie viel Druck das jetzt herrscht, weil alles falsch gelaufen ist. Vor allem zuerst keine Kommunikation, dann ist mal irgendetwas gesagt worden, dann wieder etwas anderes. Das Personal unter Druck, dass er da gleich seine Stellung braucht und sagt, halt, da müssen wir überdenken, da müssen wir nochmal besprechen, dass er vielleicht gleich so etwas bewirken kann. Eins der schlagenden Argumente der Spitalnetz Bern AG ist ja eigentlich der Fachärztemangel. Können Sie das so bestätigen? Findet sich wirklich keine Gynäkologin, kein Anästhesist, der in Riggisberg arbeiten will? Das ist eine Behauptung von Ihnen. Man hat da einfach gesehen, da hat jemand gekündigt, hat einfach gesagt, das ist schwierig, jemanden zu finden, das sieht man bei anderen Orten und hat gar nicht aktiv gesucht, hat auch nicht auf Mithilfe gepocht, also Gebärabteilung, Gynäkologen, die hätten jemanden gehabt. Das ist einfach gar nicht gelassen worden. Also das ist eine seine Behauptung, die so im Raum steht und die so nicht stimmt. Wird jetzt gar nicht mehr gesucht, diesen Arzt zu ersetzen, diese Ärztin? So wie ich gehört habe gestern, haben die das Gefühl, da muss man nicht mehr suchen, die schliessen wir auf den 31. Juli. Sie haben vorhin gesagt, noch ist nicht geschlossen. Die Frauen sollen sich weiterhin anmelden. Wie sieht das nachher in der Realität aus? Also was ist mit Frauen, die einen Geburtstermin nach dem Juli haben? Die können sich, wie gesagt, die können sich anmelden. Die können sich durch ihren Arzt anmelden. Dann und dann ist Geburtstermin. Aber sie sollen sich einfach auch für ihre eigene Sicherheit noch an einem zweiten Spital anmelden. Dass sie, wenn jetzt Riggisberg, wenn gleich alle Fäden reissen, wenn alles nichts nützt, da geschlossen wird, dass sie einen Geburtsort haben, nach zweiter Wahl, wo sie zufrieden sind. Vielleicht wollen sie wirklich lieber Riggisberg, aber dass sie gleich die Sicherheit haben und nicht einfach mal im leeren Raum stehen, wir wollen gebären, aber wir wissen nicht wo, wir sind nie nicht angemeldet. Aber als erstes Riggisberg, das geht. Vielen Dank. Merci vielmals.